Und ja, das ist trotzdem wirklich gesund, auch wenn es auf der Seite von der Verbraucherzentrale steht. Ich habe mir das durchgelesen, in dem Fall ist die Verbraucherzentrale eher eine Desinformationszentrale und das ist schade, dass wir das mit unseren Steuergeldern bezahlen. Heute schauen wir uns drei Fettsäuren an, die du auf jeden Fall kennen solltest und über die auch teilweise echt Fehlinformationen kursieren. Und damit herzlich willkommen bei Intellytics, deinem Kompass im Gesundheits- und Ernährungsdschungel mit den besten Tipps und Tricks aus Wissenschaft und Praxis. Mein Name ist Vincent Braukemper und wir werfen direkt einen Blick auf die erste Fettsäure, nämlich CLA, konjugierte Linolsäure, eine Transfettsäure, eine tierische Transfettsäure. Klingt direkt doppelt gefährlich, oder? Also, wir wissen, dass Transfettsäuren normalerweise, also in 99% der Fälle, entstehen, wenn wir ungesättigte Pflanzenfette erhitzen und die dann ihre Struktur verlieren und ja, ihre chemische Struktur verändern und dann eben zu den Transfetten werden. Das heißt, der Bindungstyp innerhalb der Fettsäure verändert sich durch die Erhitzung und die wird für uns recht wenig bekömmlich. Ne? Also normalerweise sind Transfettsäuren der Grund für Diabetes, für Entzündungen. Die können nicht wirklich verarbeitet werden, verstopfen sozusagen unseren Körper, wenn wir es ganz krass runterbrechen. Es gibt aber eine Ausnahme, das CLA, das ist eine tierische Transfettsäure und die hat tatsächlich einige positive gesundheitliche Auswirkungen, nämlich, dass sie zum Beispiel das Gegenteil macht, für Fettleber und Insulinresistenz schützt. Sie hemmt vor Neurodegeneration, schützt vor Muskelabbau, hat eine antidepressive Wirkung und kann dazu beitragen, dass mehr Mitochondrien mit einem höheren Power-Output produziert werden. Das heißt, mehr Energie und vielleicht auch eine bessere Ausdauerleistung. Ich habe selbst, und das ist jetzt schon einige Jahre, bestimmt 5, 6, 7 Jahre her, mal ein halbes Jahr lang 5 Gramm CLA am Tag genommen und habe keine Unterschiede bemerkt. Woran liegt das? Naja, wahrscheinlich liegt es daran, dass CLA in erster Linie in ja, Fett von Wiederkäuern vorkommt, also insbesondere Rinderfett, und zwar, wenn die grasgefüttert sind. Also wenn du Weidebutter isst, Weidemilch trinkst, Fleisch von grasgefütterten Rindern isst, dann kann es sein, dass dein CLA-Bedarf grundsätzlich schon gedeckt ist und du von einer zusätzlichen Supplementation ja, nicht mehr profitierst. Und ich schätze, dass das bei mir auch der Fall gewesen ist. Spannend könnte das Thema also insbesondere für jemanden sein, der auf Milchprodukte oder grundsätzlich Rinderprodukte verzichtet und natürlich auch für Veganer. Fettsäure 2 ist Kokosöl und Kokosöl und MCT-Öl sind zwei grundverschiedene Dinge. Ich weiß nicht, auf welchem Stand du jetzt gerade so bist. Es gab mal dieses ja, virale Video von dieser Professorin, die erzählt hat, Kokosöl ist Gift und so weiter. Das ist natürlich längst widerlegt. Ja, Kokosöl besteht zu ungefähr 92%, ich glaube 92,5% aus gesättigten Fettsäuren und davon ist der größte Teil Laurinsäure. Das ist theoretisch auch eine MCT-Fettsäure. Aber wir schauen uns erstmal Kokosöl und dann MCT-Öl an. Denn wenn du Kokosöl googelst, wirst du direkt auf die Verbraucherzentrale stoßen und die sagen, Kokosöl enthält nur wenige ungesättigte Fettsäuren und dafür etwa 90% gesättigte Fettsäuren. Grundsätzlich sollte eine gesunde Ernährung möglichst viele ungesättigte Fettsäuren enthalten. Also ich weiß nicht, auf welchem Stand du bist, aber das ist natürlich Quatsch. Ja, wir sollten unseren Bedarf an ungesättigten Fettsäuren decken und wir dürfen auch gesättigte Fettsäuren zu uns nehmen, wie wir möchten. Wenn wir uns in gesättigten Fettsäuren ersäufen, dann werden wir insulinresistent und die GLP-1-Signalwirkung wird verschlechtert, also das Sättigungsgefühl. Aber es geht nicht darum, dass wir jetzt beim Braten oder wenn es um ein paar Gramm geht, irgendwie gesättigte Fette meiden müssen. Das sind einfach Energieträger und wir können die, sofern wir auch genug ungesättigte Fette zu uns nehmen, genug Protein, genug Ballaststoffe etc., ganz unbeschwert verwenden. Was kann jetzt also Kokosöl? Naja, erstmal ist es ein super gut geeignetes Öl für die heiße Küche. Du kannst es beliebig heiß erhitzen, damit braten. Es ist einfach stabil. Du kannst es auch für die Hautpflege benutzen. Ja, nicht jeder Hauttyp kommt damit gut klar, aber viele schon. Es hat dabei sogar einen Lichtschutzfaktor von 5 bis 7. Klingt wenig, aber das heißt 5 bis 7 mal so viel Lichtschutz wie auf natürliche Art oder wie ohne Kokosöl. Es kann außerdem möglicherweise das Risiko für Herzinfarkte verbessern und wirkt entzündungssenkend. Naja, vielleicht auch, weil es antibakteriell wirkt. In der Praxis halte ich das zum Beispiel so, wenn ich was koche oder brate, was länger halten soll, dann brate ich das in recht viel Kokosöl, um die antibakterielle Wirkung zu nutzen. Und bisher bin ich gut damit gefahren. Das nur als Praxistipp am Rande. Auch auf der Seite der Verbraucherzentrale steht, Kokosöl ist nicht gesünder als andere Öle, was natürlich Quatsch ist. Ne? Es ist gesünder als Schmieröl. Nein, aber jetzt mal im Ernst, wenn wir uns Distelöl oder Sonnenblumenöl mit Unmengen an Omega-6 anschauen, ist natürlich Kokosöl gesünder. Ich streue sowas einfach immer nur ein, um dafür zu sensibilisieren, dass die offiziellen und auch steuerfinanzierten Quellen oft nicht seriös sind und wirklich Dinge verbreiten, die explizit falsch sind und dass man einfach da nicht alles glaubt, was von offiziellen Seiten kommt. So, und was hat es jetzt mit MCT-Ölen auf sich und was ist der Unterschied zu Kokosölen? MCT-Öle sind middle-chained, also mittelkettige Fette.
in der Praxis eigentlich sehr kurze Fette. Ne? Ganz kurz, Fett sind sehr lange Kohlenstoffmoleküle mit bestimmten Strukturen und naja, das können halt, sie können halt sehr lang sein und die MCTs sind dann halt eher kurzkettigere Fette. Zu diesen MCTs zählen jetzt in erster Linie die Laurinsäure mit 12 Kohlenstoffatomen, die Caprin, also Insäure mit 10 Kohlenstoffatomen und die Caprylsäure mit 8 Kohlenstoffatomen. Und das Kokosöl besteht in erster Linie aus der Laurinsäure, also der längsten von denen. Und die zählt zwar chemisch zu den MCTs, also zu den kurzkettigen Fetten oder zu mittelkettigen Fetten, aber in der Praxis wird die eher wie ja, normale langkettige gesättigte Fette verarbeitet. Das heißt, die ist recht langsam für uns verfügbar, kann auch nur langsam im Energiestoffwechsel genutzt werden. Wenn du jetzt MCT-Öl isoliert zum Beispiel kaufst, dann wirst du sehen, dass es in einer Flasche, das ist flüssig, während Kokosöl in einem Glas ist und fest ist, als Fett quasi. Und das liegt daran, dass diese MCT8 und MCT10, also das die Caprin und die Caprylsäure, flüssig sind bei Raumtemperatur und die haben ganz andere Eigenschaften. Und das wird übrigens auch oft vermixt, weil die aus Kokosöl gewonnen werden, aber oder aus Kokosfett gewonnen werden, isoliert werden. Aber die funktionieren ganz anders als zum Beispiel dieser Komplex mit der ganzen Laurinsäure und was Palmitinsäure und was noch alles im Kokosöl enthalten ist. Deswegen, was kann MCT-Öl? MCT-Öl ist sehr einfach vergleichsweise zu anderen Fetten für unsere Mitochondrien, für unsere Energiekraftwerke zu gebrauchen. Wir können da sehr schnell Energie draus gewinnen und zwar über den Fettstoffwechsel. Ja, normalerweise bedeutet schnelle Energie Ketonkörper oder Kohlenhydrate, aber über die MCTs können wir auch über Fett sehr einfach und sehr schnell Energie produzieren. Und das ist ganz besonders spannend für Leute, die zum Beispiel, naja, vielleicht gerade mal weniger Kohlenhydrate essen wollen oder eine kohlenhydratfreie Zeit machen wollen, also sei es Intervallfasten oder Carb Cycling und dabei den Fettstoffwechsel optimieren wollen. In der Praxis super spannend. Auch beim Bulletproof Coffee, der werden jetzt zum, ja, sagen wir, Pseudo-Fasten verwenden möchte. Es ist kein echtes Fasten mit einem Bulletproof-Coffee. Aber ein guter Bulletproof-Coffee wäre dann zum Beispiel nicht da irgendwie, weiß ich, viel Butter und sonst was reinzutun, sondern einfach nur ein Schuss MCT-Öl, weil das eben ja recht bekömmlich ist und den Fettstoffwechsel dann eben optimieren kann. Die MCTs geben also schnelle Energie und können auch recht schnell zu Ketonkörper umgewandelt werden. Wichtig, und das wird super oft ebenfalls durcheinander gebracht, MCT-Öle sind keine exogenen Ketonkörper, das hat nichts miteinander zu tun, sondern wenn du in der Lage bist, wenn dein Körper in der Lage ist, selbst Ketonkörper herzustellen, ja, und das ist bei fast niemandem gegeben, die meisten Leute müssen einen langen Weg gehen, bis sie das wieder können, dann kann in einer Fasten- oder Low-Carb-Phase bei einem Kaloriendefizit die MCT-Öle dafür sorgen, dass du schneller oder effektiver selbst Ketonkörper herstellst. Das ist nicht so, ich trinke MCT-Öl und dann komme ich in Ketose. Das ist leider ein Irrglaube. Wenn du wirklich mal schnell in Ketose willst, ohne irgendwie eine wochenlange ketogene Diät oder tagelanges Durchfasten durchziehen zu müssen, dann ist das Thema exogene Ketone spannend für dich. Dazu verlinke ich dir ein bisschen was unter dem Video. Also gerade beim Thema Stoffwechseloptimierung, Fettstoffwechseloptimierung, der Gamechanger überhaupt, meiner persönlichen Meinung nach. Ja, mag ich jetzt auch nicht als die wissenschaftliche Erkenntnis darstellen. Und genau, zu Fetten, klar, es gibt jetzt noch super viele weitere spannende Fette. Zum Beispiel das böse tierische Omega-6, haben wir dazu schon ein Video gemacht. Und natürlich auch Omega-3-Fettsäuren, dazu gibt es ja auch schon was auf dem Channel. Gucken, ob ich zwei verlinken kann. Und ja, in dem Sinne, da gäbe es Material ohne Ende. Ne? Also während die einen denken, man müsste nur Kalorien zählen und oder vielleicht Makronährstoffe tracken, ja, bist du auf dem Channel auf jeden Fall richtig, wenn du verstehst, dass es auch innerhalb der Makronährstoffe ganz viele Unterschiede bei der biologischen Wirkung ja, der Nahrungsmittel hat und kannst da extreme Vorteile für dich draus ziehen. Deswegen, wenn du noch nicht dabei bist, solltest du spätestens jetzt abonnieren, damit wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich freue mich schon drauf. Bis dann, dein Vincent.